Hallo, ich bin unterwegs. Ich habe ja noch 3 Tage Zeit, bevor ich zu meiner Familienfeier fahre. Und da hat sich das angeboten, dass ich hier jemand besuche im Wendland. Und zwar ist das hier ein Regenbogenhof. Ich zeige es euch mal von hinten. Die Nadja hat ja hier was ausgebaut für alleinstehende Frauen, Wohnmöglichkeit. Das gucken wir uns jetzt mal an. So, jetzt sind wir hier im Garten. Wunderschöner angelegter Garten. Das ist die Nadja. Sag mal hallo. Schöne Feuerstelle. Für Kinderspielplatz. Alles da. Hier die Außenküche, komm mit, Gabi. Wir machen jetzt einen Rundgang. Edwin, geh aus den Rosen raus. Hier haben wir die Romantikecke. Hier ist der geheime Gang für die Romantikecke. Ui. Unter den Äppelbäumen. Guck, pass auf, rutsch hier nicht aus. Normalerweise ist hier immer ein kleiner Tisch mit 2 Stühlen Ja. zum Kuscheln. Ui. Ja, hier ist die Außenküche. Schön. So, hier kommen wir in den Obstgarten. Hier haben wir alte und junge Bäume. Äpfel. Ja, Äpfel, Birnen, Kirschen, Mirabellen. Ja. Alles da. Alles da, genau. Und vorher sind auch hier die Hühner gelaufen, aber nun haben wir keine mehr. Ja, für Hühner wäre das hier optimal, ja. Aber meine Nachbarin hat Hühner und das ist Ja. viel einfacher, die Hühner aus dem Paket rauszuholen, die Eier. Das stimmt. Und dann bist du wieder abhängig, dann kannst du nicht wegfahren. Das stimmt. Ja, das ist der Nachteil. Muss ich immer mal. Ja, ist eine wunderschöne Tanne, ja. Ja, für mich ist das Energie, Lebensenergie. Ja. Manche Leute umarmen ja auch die Bäume, Ja, ja. also so weit ist es bei mir noch Nee. nicht. Vielleicht kommt das noch. Schönes Rosenrondell. Ja, ist auch Arbeit. Ja. Guck, schon wieder grün. Vor 14 Tagen gemacht, schon wieder Grünzeug. Ja. Arbeit ohne Ende. Ja, aber das ist so, wenn du Land nicht hast. Ne? Ja, heute das Gewächshaus noch nochmal. Unser Rumpel, Kumpel. Hund gefangen. Ist sicherlich ein Wein versteckt. Gucken wir mal ins Das Gewächshaus. sind Haselnüsse hier, Nee, oder? das ist ein Hibiskus. Ach so, sieht Die aus wie Haselnuss steht da Haselnüsse. drüben. Ach ja, stimmt ja. Ja, So. schönes großes Gewächshaus, ja. Ja. Tomaten. Ja, kann man ordentlich. Jetzt eigentlich. Guck mal, einen Ball entdeckt. Jetzt geht's ab. Edwin! Gut. So. Hier haben wir die kleine Leseecke. Versteckt. Oh ja, niedlich. In Regenbogenform. Ja, hier haben wir die Werkstatt. Da bin ich am Aufräumen. Schön groß. Vielleicht finden wir noch was, Ja, was wir bin gebrauchen können. vorsichtig. Bin am Sortieren. Was sich so ansammelt, wenn man Ja, baut, ja? ja. Naja, Oh. 100.000 Schrauben und. Immer sagen die Freilich. Handwerker neu kaufen. Und jetzt beim Naja. Aufräumen finde ich 10 Pakete hiervon und davon. Naja, und immer haben Und sie leere neu. Kartons und die Maschinen sind weg. Die sind in Rumänien oder in Polen. Sieht das aus. So, dann haben wir hier die Hier ist Raucherecke. die Raucherecke. Schön voll mit Müll. Ja, schöner Teich. So. Und das ist das Haupthaus hier, ja? Genau. Da ist noch ein Anbau. Ja, da können wir gleich. Da steht Nadjas Wohnanhänger. Richtig. Und der Arbeitsanhänger. So, hier ist die Garage. Wir kommen gleich rein. Ja, Edwin, du hast dich wieder festgemacht. Das ist die Garage.
Ach, was du verkaufst noch? Ja, da habe ich schon rein mit, was jetzt bei eBay drin steht, mit Fotos habe ich hier schon reingestellt. Ja, Kühlbox. Ja, ganz normale Garage. Ja. Ja, und wir haben hier für die Mieter die Fahrräder und alles drin. Ja. Irgendwo muss das Gedöns ja auch bleiben. Machen wir von der Fotoansicht noch. So, jetzt gucken wir die Scheune an. Oh, bitte. Bleiben wir jetzt hier mal einmal rum. Hier hatte ich ursprünglich gesagt, Gabi, ein schönes Café reinzumachen. Ja. Da ein großes Glasfenster rein. Ja. Hier die Stühle und Tische habe ich ja sowieso immer. Das hätte sich angeboten, ja. Ja, hier habe ich ja die Riesenhalle. Da habe ich jetzt 30 Türen und die Zagen reingestellt für 1000 Euro zum Verkaufen bei eBay. Hier habe ich einen Raum, wo die ganzen Gartenmöbel drin sind. Ja, genau. Und Auflagen und sowas. Ja. Und das kann man schön herrichten. Ja. Das ist schön hier, ja. Auch schön mit dem Ball. Da kann man einen Außenkamin machen. Ja. Das ist Katzenfutter. Edwin, weg. Ja, so ist das. Mhm. So. Edwin, jetzt geht's weiter mit der Diskussion. Ja, das ist das Haus von vorne. Genau. So, jetzt gehen wir zum Falthaus. Unheimlich viel Natur hier auch. Fast wie in MacPom. Da drüben ist der Apfelbaum, der hängt so voll. Ja, da habe ich schon Äpfel geschmückt. Und für meine Tochter mitgebracht. Ja, da vorne ist das Falthaus, jetzt können wir von außen gehen. Soll ich mal den Hund nehmen? Ja, wenn du willst. Das hat immer so. Bei mir nicht. Nee. Nee. Vermietet. Das habe ich vermietet. Schön. Ja, das ist ein richtiges. Richtiges schönes kleines Häuschen. Würde mir auch reichen zum Wohnen. Ja, okay, das haben wir schon einige gesagt. Dann bist du hier schon offen geworden. Lange Seite. Da wo die jetzt steht. Guck, meine Äpfel hängen auch rüber. Ja, es ist schon groß, das Grundstück. Ja. Ja, jetzt können wir noch die andere Seite nochmal gelaufen. Dann hast du auch Gassi gegangen, ne? Nicht nur die alten Tanten hier, du. Ne, darüber gibt's nicht. Die Straße gibt's nicht. Ja, das ist niedlich, guck mal, das Haus. Wir können doch hier laufen. Da hinten ist der Ja, natürlich. Ne? Also, ich meine, da muss man doch den Hund nicht auf den Hund. So, das ist der Blick jetzt hier von vorne, das Haus. Die Nebengebäude, das gehört auch alles dazu, ja? Wir können noch ein Stück geradeaus gehen, dann können wir von der Seite auch noch mal gucken. Ja. Und dann gehen wir rein gucken. Ach, hier wohnt auch jemand. Oder wohnt? Ach, hier wohnst du. Schön, ja. Ja, da wollte ich noch die Terrasse überdachen, aber jetzt mache ich das oben. Jetzt bin ich gespannt auf was Neues. Ja. Mal gucken, wie die Reise geht. Das kann überall sein. Ich bin ja offen, ich bin ja nicht gebunden. Du, die Paar. Ach, schöne Terrasse, ja, das hätte sich angeboten hier. Ja, überdacht. Schön. Jetzt hast du auch deine Ruhe. Ja. Ja, das war der Kälberstall hier. Hier standen die Kälber drin. Hast du schön ausgebaut, hä? Ja. Super. Jetzt ist das hier meine Küche. Schön. Ja. Schön geräumig auch alles, schön groß, ja. Super. Die arbeite ich auf dem Küchentisch. Ja. Wie das denn so ist. Schön. So. Alles gefliest, sehr gut. Ja. Hier ist eigentlich die Stube, die ist schon abverkauft. Mein Rollstuhl. Schön. Ja. Und schön groß die Räume, ja. Ja. Hier ist das kleine Büro nebenan, das ist auch schon gepackt. Ja. Na, super. Da ist das Schlafzimmer. Auch schön groß. Ja. Also Platz hast du ohne Ende. Ja, wenn ich eins habe, ist es Platz. Hier rechts ist das Badezimmer. Oi. Badezimmer mit Dusche, begehbarer. Genau, dahinter schön. Ist das Klo-Versteck um die Ecke. Das ist unser Gästezimmer. Das ist das Gästezimmer. Super. Was man auch als Seminarraum nehmen kann. Ja.
Schön. Und dann geht's weiter. Das Licht geht von alleine an. Ui. Ja, das habe ich extra gemacht. Überall. Großer Raum. Ja, das wäre dann der Aktenraum. Hier habe ich nochmal. Noch ein Gästezimmer. Mein Pseudezimmer. Oh ja. Also Platz hast. Platz hast du ohne Ende. Ja. Hier ist die Vorratskammer, damit wir überwintern. Ui, Edwin, hier bleiben wir. Guck mal. Hier gibt's was zu essen. So, jetzt geht's in die Disco. Ich muss mal kurz aus. Flohmarkthalle. Ja, für den Kaffee. Das ist herrlich. Die Flohmarkthalle. Ja, hier haben wir einen Kaffeetresen. Wenn Veranstaltungen sind, gibt es hier Kaffee und Kuchen. Ach, das muss ich mir, glaube ich, morgen früh noch mal in Ruhe angucken, die Flohmarkthalle. Ja, hier, das kann man ja gar nicht alles. Ja. Hier ist ja noch der nächste Eingang, wo du am Anfang gestanden hast. Ja. Hier habe ich noch ein bisschen Baumaterial stehen. Ja. Ach so, die hintere Seite ist das, ja, stimmt. Da sind hier die Eingang. Und hier, das waren alles alte Rolltore. Ja. Habe ich alles zugemacht. Und dann habe ich gedacht, hier mache ich einen Eingang, hier mache ich zu, zwei große Zimmer, Toilette. Ja. Büroküche hier. Kannst du gucken. Schön groß. Ach, da wolltest du noch eine Wohnung machen. Ja. Ja. Ist schon so weit fertig alles. Ja, schön. Ja. Wird die Decke runtergezogen und da wäre es dann genau. Ja. Decke runterziehen, isolieren. Ja, und hier hast du dann wieder zu der Wohnung das Bad. Mit Dusche. Ja. Und ja. Das ist neu gemacht. Also Platz hast du ja, Wahnsinn. Ja. Mensch. Hier waren schon Autoschrauber, die das mieten wollten. Das, nee. Das glaube ich. Und hier gibt es auch einen Dachboden. Und das ist doch ein Betonmischer. Nee, das ist eine Getreide. Ach so. Du, die kannst du bestimmt verkaufen. Ja, aber ich habe da keinen Bock drauf. Die Leute, wie sollen sie es rauskriegen? Das habe ich die großen Türen zugemauert. Die müssen das rauskloppen. Ja. Ach, hier Rollatoren sind hier. Ja, jetzt sind wir in der Flohmarkthalle, genau. Allerhand Krimskrams. Ui, was es alles gibt. Neu und alt. Wagenräder. Jo. Koffer. Oh, ich liebe Koffer. Oh, ich habe schon so viel Koffer, um Gottes Willen. Ich kann keinen Koffer mehr anbringen. Mein Bruder, der bringt mich um. Da muss da alles schon auf den Zwischenboden lagern. Meine Koffer. Ja. Lampen. Ja. Geschirr. Allerhand Gedöns. Meine Pokale. Pokale, was hast du gemacht? Dart gespielt. Das Ui. Also ich hatte über 200, die habe ich der Jugend gespendet. Und das sind ja. Die... Zum Angeben, ne? Deutscher Meister, oh. Europatitel und so. Das, toll. Damit ich meinen Enkelkindern sagen kann, guck mal, die Oma ja. Auch mal, ne? Die hat auch einen Meistertitel. Schön. Ja. Auch viel Arbeit. Immer zwischendurch hier rein, ausgepackt und. Ja, natürlich. Und jetzt wieder am Einpacken schon wieder, also, ja, bist du von hier aus, kannst du wieder praktisch... Ach so, jetzt sind wir hier, ja. Ja. Da sieht man Phönix, hier kommen wir ja raus. Nee, jetzt nicht. Wir raus, ja. Müssen wir wieder zurück. Wir gehen jetzt hier zurück. Im Erdgeschoss, morgen machen wir die erste Etage. Ja, wir ja morgen, auch noch morgen gucke ich noch mal durch den Flohmarkt. Das kannst du gerne. In Ruhe. Ach, das ist hier schön, das gefällt mir. Aus Holz. Das ist schön, ne? Das ist schön. Die kleine Bank mit der Frau. Ja, die Details muss man auch sehen. Ja. Das ist schön. Ja. Mit Dusche, ne? Ja. Mit Waschbecken. Hier ist der HWR-Raum.
So, und das ist die Tür, wo wir eben rein wollen. Ja. Hier rein. Und hier haben wir für Feiern extra einen Tisch für die kalten Platten. Ja. Waschmaschinen. Ja, einmal für die Mieter, einmal meine. Schön, ne? Kühlschrank. Kühltruhe. Und wenn es regnet, können Sie hier Ihre Wäsche aufhängen. Ja, genau. So, dann gehen wir jetzt rechts weiter. Gucken wir, was heute zu essen gibt bei den Mietern. Das war früher der Übergang vom alten Bauernhaus zu den Stallungen. Ja. Ne? Geht du aber von weg. Hier ist wieder eine Toilette. Nicht, dass sie sich erschrecken, wenn ich ja wieder komme. Nein, ach was. Ja, schön. Immer Bewegung, so, dann sieht man. Toll. Und jetzt geht's in die Küche. Dann wollen wir gucken, was heute ist. Ui. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hier geht so einen kleinen Keller. Haben wir so einen kleinen Küchenkeller. Ui. Da sind Marmeladengläser. Edwina, kommst du rein. Und hier siehst du noch das ursprüngliche Haus. Hier sieht man das nämlich. Weil das ist von euch. Guck, da siehst du. Da hat jeder so ein Regal für seine Sachen. Für seine Sachen. Für Hundefutter, Katzenfutter. Genau, als, als Vorratsraum. Und hier stehen auch die Mülleimer. Ja. Plastikmüll, Papiermüll. Muss ja auch irgendwo getrennt werden. Edwin, was hast du Angst? Ja. Was hast du Angst? Ich habe ganz viel gefilmt von Nadjas Hof. Wie gesagt, sehr sehenswert, sehr groß. Ja, und jetzt bin ich pritschepret. Jetzt werde ich mich ein bisschen hinlegen, ausruhen, vielleicht den Film noch schneiden. Wie gesagt, sollte euch das Video gefallen haben, wie immer alles. Tschüss, geht weiter die Tour.